Orke ist im Audienzzimmer. Mir nach. Die Stadt wohl tief und hoch gebaut. Die Mauern um die Stadt dazu da, sie vor Native-Angriffen zu schützen? Sie scheinen aber nicht besonders gut verstärkt zu sein. Hier. Wie die Kolonie reagieren würde, wenn sie hiervon wüsste. Wahrscheinlich gibt es ein Protokoll, um alle zu retten. Eine Mammutaufgabe.
aber ich kann erst Kontakt mit ihnen aufnehmen, wenn ich die Mission beende. Ich hoffe, das ist bald. Adam, wieso ist es hier wie ausgestorben? Verstecken sich alle etwa wegen uns? Es gibt ein Problem hier. Was soll das heißen? Erfahrt ihr gleich im Audienzzimmer. Eve, hier. Los, wir sind fast da. Hey, Rael. Ist lange her. Du hast Gäste mitgebracht. Sehr wichtige Gäste. Machst du auf? Los. Orkel wartet auf dich. Man sieht sich, Rael. Viel Glück. Was für ein Ort. Hier bewahrt ihr die Erinnerungen auf, oder? Sehr gut erkannt. Das stimmt. Im Audienzzimmer werden Erinnerungen aufbewahrt. Und zwar die Erinnerungen, die es nicht zu Mothers 4 geschafft haben. Es ist soweit. Wie ich sehe, haben wir Gäste. Willkommen. Ich würde euch gerne einander vorstellen. Das ist Sions Prophet, Orkel. Ich bin Landetruppmitglied Eve. Mein Name ist Lily. Freut mich sehr. Adam hat mir schon einiges über dich erzählt. Du hast einen Alpha Nativa besiegt. Wenn er etwas fallen ließ, so zeig es mir bitte. Hier. Oh, das ist ein Alpha-Kern. Gib mir einen Moment. Du verfolgst das Ziel, die Welt vom Nativa-Ältesten zu befreien, dem Anführer aller anderen Nativas. Nun, denn ich vermute, du versuchst, den Alpha-Kern als Schlüssel zu nutzen und den Weg zum Nest zu öffnen. Ist das richtig? Woher weißt du das? Unglücklicherweise kann das Nest nicht mit einem Alpha-Kern allein geöffnet werden. Was? So ein Mist? Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, das Nest zu erreichen? Nur wenn ihr 4 Alpha-Kerne verschmilzen lasst und somit einen Omega-Kern erschafft.
Einzig mit dem Omega-Kern wird es dir möglich sein, auch die tiefsten Ecken des Nests zu erreichen. Woher weißt du das alles? Dank meines persönlichen Datenlinks, der bis an die Oberfläche reicht, kann ich überall und nach allem auf der Erde suchen. Alles, was ich dafür brauche, ist die richtige Menge an Energie. Warte mal, bedeutet das, du kannst auch den Alpha Native ausfindig machen? Genug der Vorstellungsrunde. Adam, bitte setz die Hyperzelle ein. Eve, hier. Eve, Lilly, kommt. Oh, es ist so dunkel hier. Ich mag die Dunkelheit nicht. Das ist der Hyperantrieb. Die Quelle sei uns ganze Energie. Eve, deine mitgebrachte Hyperzelle wird ganz Zion erleuchten. Los, die Hyperzelle gehört da rein. Adam, ist das so eine Art Friedhof? Nein. Die Menschen befinden sich wegen mangelnder Energie in einem tiefen Schlaf. So weiterzumachen, kann nur Finsternis bringen. Eve, bitte hilf uns. Dank der Hyperzelle, die Eve gefunden hat, sind sie sicher. Zumindest vorerst. Ich bin froh, dass ich für die Menschen hier etwas tun konnte. Brauchen wir noch mehr Hyperzellen, um jeden einzelnen Einwohner aufzuwecken? Ja. Wir benötigen 3 weitere Hyperzellen, wenn wir Zion zurück zu alter Stärke führen wollen. Gehen wir zurück zu Orkel. Er erzählt euch alles Weitere. Willkommen zurück, Fremde. Danke für eure harte Arbeit. Nur dank euch wurden die Leben mehrerer 10.000 Menschen verlängert. Und mein persönlicher Datenlink stabilisiert sich. Das sind tolle Neuigkeiten. Heißt das, wir können die Position des Alpha Natibas endlich bestimmen? Die ganze Energie des Ältesten wird immer noch zur Erhaltung der Wiege genutzt. Wer bist denn du? Das hier ist Man, ein Sentinel-Kommandant. Und er dient als Orkels Leibwache. Meine Fähigkeiten sind noch limitiert, sollte man sagen. Deswegen ist es mir nicht möglich, in neue Gebiete vorzudringen.
Doch mit Hilfe weiterer Hyperzellen werde ich zweifelsohne den Alpha Natiba ausfindig machen können. Aus diesem Grund bitte ich euch erneut um eure Hilfe. Altes Loire, ein Ort draußen im Ödland, eine Ruine der Vergangenheit. Können wir darauf hoffen, dass ihr von dort eine weitere Hyperzelle mitbringt? Eve, das wäre uns eine große Hilfe. Ja, wir haben wohl keine Wahl. Adam, Lily. Ich verlasse mich auf euch. Das wird nicht leicht. Bereitet euch gut vor. Engel, die Sentinels behalten dich im Auge. Orkel hat dir erlaubt, die Stadt zu betreten, was aber nicht heißt, dass du hier machen kannst, was du willst. Draußen fühle ich mich doch gleich viel besser. Ja, es kann schon ziemlich heftig werden im Audienzzimmer. Ja, dieser unheimliche Typ hat nicht aufgehört, mich anzustarren. Er sieht nicht so aus, aber er ist freundlicher, als du denkst. Ich muss mich noch um die Reparatur des Tetrapods kümmern, bevor wir losziehen. Eve, tust du mir einen Gefallen? Ich habe eine Antriebssteuerkonsole bestellt in einem Laden namens Sisters Jug. Würdest du sie abholen und mich dann beim Unterschlupf treffen? Du könntest dich dabei etwas in der Stadt umsehen. Okay. Ich werde mir Adams Werkstatt ausborgen. Ich will unbedingt ein bisschen an der Drohne basteln. Alles klar. Dann legen wir los und treffen uns später alle beim Tetrapod.